Ich begrüße jetzt im Studio Dr. Matthias Riedel, Ernährungsdoc, kennen ihn viele, aber auch unser Facharzt für Diabetologie, als der Sie jetzt hier sind. Sagen Sie, Typ 1 im Erwachsenenalter wird oft übersehen. Da frage ich mich, warum? Ist es so schwer, das zu erkennen? Ja, die Typ-1-Diabetiker im höheren Alter, die rutschen schnell, wenn sie Übergewicht haben, in die Schublade Typ-2-Diabetes, weil Diabetes plus dicker Bauch ist schnell Typ 2. Das ist ein gefährlicher Irrtum. Aber kann man das nicht rausfinden eigentlich? Gibt es da nicht Tests? Ganz einfach. Es gibt Antikörpertests, die muss man dann nur machen. Mhm. Vielleicht scheuen viele Kollegen die Kosten, aber der Nutzen ist natürlich erheblich da, wenn man Verdacht hat, dass es ein Typ-1-Diabetes ist. Und warum untersucht man nicht gleich alle automatisch auf Typ 1, also mit diesem Antikörpertest? Oder ist er zu teuer? Ja, das ist sicherlich nicht nötig, wenn man so aus so einer typischen Typ-2-Diabetes-Familie kommt. Mutter, Vater, Oma, Opa, ja, dann ist die, und man übergewichtig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit für einen Typ 1 sehr, sehr, sehr gering. Mhm. Wenn man aber überhaupt keine genetische Belastung in der Familie hatte und alles typisch passt, also plötzlicher Beginn, nicht so ein langsamer Beginn und die Werte stärker schwanken, dann sollte man das unbedingt testen, und das ist hier tatsächlich unterblieben. Und mit der Gewichtsabnahme im Film von 20 Kilo ist Typ 2 Diabetes weg. Mhm. Ja? Und der war nicht weg, sondern hatte noch hohe Werte. Dann ist das klar. Das heißt, solchen vermeintlichen Typ-2-Diabetikern, denen es so ähnlich ergeht oder die in der Familie keinen Typ 2 eigentlich haben, sollten vielleicht diese Diagnose noch mal hinterfragen. Unbedingt. Und vor allen Dingen auch bei den Typ-2-Diabetikern, bei denen sich trotz Gewichtsabnahme nichts verbessert und die Werte stark schwanken. Mhm. Denn schwankende Werte, das ist ganz typisch für Typ-1-Diabetes und für Typ 2 eher ungewöhnlich. Nochmal, warum ist es so gefährlich, Typ 1 und Typ 2 zu verwechseln? Man verdirbt dem Typ-1-Diabetiker nach der Diagnosestellung dann eine Honeymoon- oder Remissionsphase. Das heißt, wenn ich den gleich mit Insulin behandle, dann erholt sich seine Bauchspeicheldrüse und er kriegt eine mehrmonatige oder vielleicht sogar auch mehrjährige Phase, in der sein Diabetes leichter einstellbar ist. Und das ist Gold wert, weil man mit wenig Insulin den Diabetes super gut einstellen kann. Aber warum ist Insulin ja ein gutes Mittel zum Blutzucker runterspritzen? Warum so wenig wie möglich lieber nehmen? Ja, für Typ-1-Diabetiker, eigentlich auch wie für Typ-2-Diabetiker gilt, Insulin so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Denn auch Typ-1-Diabetiker neigen dann zu einer starken Gewichtszunahme, gerade wenn man zu viel Kohlenhydrate isst, und dafür brauche ich mehr Insulin. Und dann schaukelt sich das hoch mit einer Spirale hin zum Übergewicht. Und das wird für ein Viertel der Typ-1-Diabetiker dann später zum großen Problem. Zuschauer haben uns geschrieben, Diabetiker ihres Zeichens, dass sie, wenn sie an verschiedenen Fingern ihre Blutzuckermessung machen, verschiedene Werte kriegen. Woran liegt das? Diese kleinen Messgeräte, die haben den Vorteil, klein zu sein, aber sie sind leider auch ungenau und dürfen so um 15-20% auch schwanken. Mhm. Das heißt, jede Messung ist auch immer eine gewisse Schätzung. Und dazu kommt, dass möglicherweise die Finger auch nicht hundertprozentig sauber gewaschen sind. Da sind Kohlenhydratreste drauf und schon stimmt der Wert nicht ganz. Aber die größte Abweichung kommt einfach durch die Schätzung dieser Geräte. Die sind zu ungenau. Typ-1-Diabetiker müssen ständig und häufig und viel messen. Typ-2-Diabetiker machen das nicht. Sollten die das nicht auch tun? Ich empfehle das auch Typ-2-Diabetikern, damit, das ist wie ein Tacho, damit man weiß, wo man steht. Es reicht manchmal, einmal im Monat morgens, mittags und abends vor den Hauptmahlzeiten zu messen und das jeden Monat zu vergleichen. Und dann kann man nämlich sehen, wie verschlechter ich mich oder wie verbessere ich mich. Mhm. Oder in einer intensiveren Phase auch mal jede Woche ein Profil. Vielleicht ganz kurz noch, wann sollte man immer an Zucker denken? Bei Schwäche, häufigen Infektionen und bei häufigen Wasserlassen und vor allen Dingen, wenn in der Familie Typ-2-Diabetes vorkommt, dann sollte man sich regelmäßig testen lassen. Herzlichen Dank, Ernährungsdoc und Diabetologe Matthias Riedel. Dankeschön. Dann.